Liebe Freunde, manchmal tut die Ehrlichkeit oder die Wahrheit so weh. Da möchte man nicht ehrlich sein. Ach, das passt schon, und schnell weiter, weiter, weiter. Bloß nicht drüber nachdenken. Kennen Sie das? Manchmal sind solche Momente, wo man genau weiß, Und das ist dieses Gefühl. Manchmal möchte man sich Situationen mit dem Verstand gerade biegen. Das passt schon. Der und der hat gesagt, das ist in Ordnung. Aber da ganz hinten drin, da spürt man selber, das ist jetzt Fassade, die du vorne aufbaust, weil du das hinten drin nicht wahrhaben willst. Und die ganze Fassade da vorne, liebe Freunde, vergessen Sie die. Das ist Pappmaché. Das ist nichts. Das, was da hinten drin ist, das ist das Wahre. Und so überlegen Sie, wenn jetzt der liebe Gott vor Ihnen stehen würde und er würde Sie fragen, und Sie würden sagen, ja, lieber Gott, weißt du, der hat auch gesagt, das ist gut, und die hat gesagt, gut, und der Paragraph und bla 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 bla, der wird sich das anhören und sagt, ja, okay, und was ist da hinten drin bei dir? Was hast du da für ein Gefühl hinten drin gehabt? Hast du darauf geachtet? Da wird dein Finger nicht weg von tun. Liebe Freunde, und das ist dieses sich selbst gegenüber ehrlich sein. Und wenn Sie sagen, ja, bei mir ist da hinten nichts, dann ist es umso schlimmer. Dann sind Sie so oft darüber hinweggegangen, über dieses Gefühl, dass sich das nicht mehr rührt. Aber ich denke, bei jedem rührt sich das noch. Manchmal macht man Dinge und weiß im Vorhinein, ist nicht richtig, ist nicht gut. Man kauft sich Dinge und weiß im Vorhinein schon, ist eigentlich nicht gut, brauchst du nicht. Aber doch, das muss ich haben. Steht mir zu, das brauche ich, habe ich mir verdient. Oder irgendwelche Sprüche. Und irgendwann hinterher hatte ich ja doch recht. Dann liegt's darum und die wahre Freude haben sie nicht damit. Und das ist diese Selbstehrlichkeit. Wenn andere meinen, man müsste irgendwas tun oder man braucht irgendwas oder man soll was haben und innen drin, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Liebe Freunde, das ist diese Selbstehrlichkeit. Und wenn man nicht zu sich selber ehrlich ist, dann kann man auch zu anderen nicht ehrlich sein. Und das spüren die anderen. Und dann sind sie nicht authentisch. Aber wenn man zu sich selber ehrlich ist, dann wird man dafür belohnt. Weil dann kriegt man genau den Weg aufgezeigt, der für einen selber der richtige ist. Und ich habe das ganz bewusst so gesagt. Man kriegt den Weg, der für einen selber der richtige ist. Weil was für den einen das Richtige ist, muss für den anderen noch lange nicht richtig sein. Gott sei Dank. Was für mich richtig war, ist Gott sei Dank für den anderen nicht richtig. Ich habe das schon so oft erlebt. Daneben gegangen, aber ich wusste es ja. Eigentlich wollte ich es ja nicht. Aber ich habe es doch getan. Ha. Und es war nicht richtig. Liebe Freunde, der eine wird früher klug und der andere später. Bei dem einen reicht so eine Erfahrung dreimal, bei einem anderen muss sowas 15, 20, 30 Mal passieren, bis man dann irgendwann im Leben mal draufkommt und sagt, so, und jetzt habe ich es kapiert. Und jetzt bleib ich mir selber treu. Wer ist denn über diesen Punkt schon drüber hinweg und sagt, ja, ich bleib mir jetzt immer treu, egal was die anderen sagen? Wir sind alle bemüht, das Richtige zu tun, ja? Aber wir wissen nicht immer, was das Richtige ist. Und daher können wir auch nicht immer das Richtige tun. Aber manchmal wollen wir etwas tun und glauben, das ist richtig. Wir wollen es wirklich. Aber manchmal wissen wir ganz genau, eigentlich ist es nicht richtig. Aber ich will es. Also manchmal will ich etwas unbedingt, aber ich weiß im Hinterkopf eigentlich nicht. Das meine ich. Dann wissen Sie ja ganz genau, was Sie wollen. Und das macht man dann, was man will. Und hinterher hat man dann die Bescherung, das Ergebnis. Und dann sagt man, siehste, da hinten drin war ja doch richtig. Ich hätte es nicht tun sollen. Also wussten Sie ganz genau, was eigentlich richtig ist? Und Sie waren sich nicht selber treu? Und dann macht man die Erfahrung,
hätte doch auf das Gefühl geachtet. Diese Übung macht man einmal, verbrennt sich einen Finger. Die Übung macht man nochmal, verbrennt sich einen zweiten Finger. Diese Übung macht man ein drittes Mal, weil das Ego ist ja sehr groß. Und dann verbrennt man sich ein drittes Mal einen Finger. Aber irgendwann ist man doch so, dass man die Erfahrung gemacht hat, immer wenn ich gegen das, was da hinten drin war, getan habe, und wenn ich meinen Willen durchgesetzt habe, dann war das Ergebnis Minus. Also, das ist ein Prozess, der sich wahrscheinlich das ganze Leben abspielen wird. Aber wir werden es immer bewusster erleben und immer öfter wird man dann das Gefühl haben, ja, ich habe auf mein Gefühl geachtet und es war gut. Und wenn wir immer das tun, dann sind wir schon vollkommen.